Hallo und herzlich willkommen zu Desolate. Ja, wie ihr gerade gelesen habt, das ist noch eine Alpha und es können Fehler auftreten, aber ich will dieses Spiel spielen. Ich habe das, wie heute, habe ich das geschenkt bekommen. Ich muss es ja sagen, wie es ist. Und ich bin super gehypt auf dieses Spiel, als ich das bei Steam gesehen hatte. Und oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ich will dieses Spiel unbedingt spielen und ich will meine ersten Eindrücke ein bisschen festhalten mit euch, für euch, irgendwie so. Und ja, ich werde das am Anfang alleine spielen. Oha, was steht denn da hinten? Seht ihr das so ungefähr in der Mitte des Bildschirms? Was ist das? Oh mein Gott, egal. So cool. Ich habe schon am Anfang so Bilder gesehen und so. Also, wir ziehen das jetzt durch und ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Ich hoffe, das wird supi. Und dann sehen wir uns gleich in-game wieder. Victor, I can see you clearly now on the map of the complex. There are blockages ahead of you and no way around. You'll have to get through them. And you're overly enthusiastic. I understand. But take a look and see if you have any wounds or abrasions from the explosion. Alles klar und herzlich willkommen nochmal im Game. Verschüttung überwinden soll ich jetzt irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wo ich mich hier reingeschmissen habe. Ich weiß nur, dass es Horrorelemente haben soll. Ich werde jetzt auch erstmal nur antesten und mal gucken, ob ich im Stream vielleicht nochmal von vorne spiele sozusagen, wenn es komplett raus ist. Oder man kann es auch im Mehrspielermodus spielen und im Koop-Modus, also bis zu 4 Spielern. Auf jeden Fall im Koop. Ich habe jetzt gerade nicht so viele Informationen, weil ich gerade total begeistert bin von dem Spiel, obwohl ich noch nicht mal angefangen habe. Ich hoffe, der Ton ist so in Ordnung und ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich freue mich jetzt schon. Ich habe gar nicht so richtig wahrgenommen, dass es eigentlich ein Horrorspiel ist. Aber ja, mal gucken, wie weit ich mich traue und es soll nur einen kleinen Einblick erstmal verschaffen. Bin noch nicht sicher, was ich mit diesem Spiel mache. Ich will es auf jeden Fall spielen und auf jeden Fall auch ein... Oh, guck mal hier. Das ist ein Ausdauerleiste, haben wir sowas. Wir scheinen sowas wie ein Thermometer zu haben und eventuell auch ein Pulsmesser, Essen und Trinken, glaube ich. Und dann haben wir natürlich noch... Leben. Lebensbalken. Der auf halb ist. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier lang sollen. Ich bin irgendwie ziemlich klein. Und tschüss. Und tschüss. Oh Gott. Fängt ja schon gut an. Und ich bin mir sicher, dass ich das spielen will. Ich bin mir nicht so sicher. Was steht denn da hinten so? Ich habe nichts. Ich habe keine Waffe. Was ist denn da? Ist das eine Statue oder so? Ach du Scheiße, das sieht ja geil aus. Oh, da hängt auch jemand. Aber ich kachel mich ja jetzt schon ein, ne? Oh mein Gott. Wenn was kommt, ne? Oh, ich kann auch Fäuste. Okay, ich habe Fäuste. Alles klar. Und ich kann blocken. Oha, was ist denn das hier? Ich hab keinen Plan von diesem Game. Vielleicht merkt man's. Irgendwas bewegt sich da hinten. Oh Mann, ich habe nur Fäuste. Ach du Scheiße. Ich habe eine Lampe. Ich weiß nicht, ob es die Sache gerade besser macht, aber ihr wollt bestimmt auch was sehen. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ich kachel mich jetzt schon ein, ne? Ich wollte es mal ihm erwähnt haben. Was war das denn? Seht ihr das da? Was ist das? Egal. Ich bin mutig. Und zwar total. Die Tür geht auch zu, oder? Nein, aber flackerndes Licht. Ich hoffe, ich kann mich wehren, weil ich scheiße mir gerade in die Hose. Man merkt es gar nicht, aber ich bin gerade irgendwie verdammt mutig für meine Verhältnisse.
Jo. Weiß nicht, ob ich die Tür aufmachen will oder versuchen will. Okay, jetzt habe ich sie gehauen. Geht anscheinend nicht auf. Ich kann mich bestimmt dücken, ja. Also ich fände das richtig toll, wenn ich eine Waffe kriegen würde. Dann würde ich mich nicht so hart einscheißen. Oh ja, durchs Schächtchen. Da haben wir alle Bock drauf. Weiß ich doch. Was ist das denn hier? Kann ich das... Nö, ich kann nichts nehmen. Also wahrscheinlich, wenn ich hier rauskomme, ist das so ein bisschen wie... Ja, ja, so eine Apokalypse-Welt oder so, würde ich fast meinen. Ich benutze die einfach. Ich weiß gar nicht, was das bringt oder ob das Sinn macht. Ich kann sprinten. Weitergehen. Jo! Es lebe das neue Licht. Ich habe Angst. Suizid? Ach du Scheiße. Tasten. Wie mache ich denn jetzt? Ich habe hier so ein Notizding. Ich kann schreiben. Okay, keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht, wie ich das... Ich bin mutig und ich bin... Mutig. Ja, ich bin mutig. Wir merken's. Ich habe so ein bisschen Bedenken gerade. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Aber ich habe... Donna, oh Gott. There's something strange here. What do you mean? Wait a minute. Warte mal, bin ich... I see it. Der Don't go near it. But what is it, Donna? I've never seen anything like it. Judging by the sensors, this entity emits electromagnetic waves. It could be extremely dangerous. Go around it, but throw something from far away first to figure out how far its effect can reach. Tagebuch aktualisiert. Kann das sein, dass es ein Stein in den Bruch werfen? Was für ein Bruch? Was für ein Stein? Was ist das? Kann ich dich da reinschmeißen? Kann das Ding mir jetzt vielleicht den Weg zeigen? Ich brauche einen Stein. Kriege ich einen Stein her? Ich habe Bedenken. Ich glaube, die Ratte zeigt mir den Weg, oder? Will ich aber auch nicht. Bin mir nicht so sicher. Ich liebe dich, Ratte. Bist du mein neuer Freund? Oh, da sollte ich nicht lang. Alles klar, da ist die Ratte ein bisschen zerfetzt worden. Schön, schön, atmosphärisch. Ich habe auch gar keine Gänsehaut, so wie immer eigentlich. Weiß nicht, was für ein Stein ich irgendwo reinschmeißen soll. Ich weiß nicht, wie ich das Ding hier aufkriege. Hä? Was für ein Stein denn? Kann ich dich als Stein nehmen? Ah, sieht aber auch fies aus, das Stück, ne? Weiß nicht, ob ich da lang gehen will. Also ich bin wahrscheinlich echt blöd gerade, weil ich keinen Stein finde. Stein... Ach, Steinwurf. Mauswheel. Ah! Guck mal, das habe ich gar nicht gesehen, die weiße Schrift, ey. Das ist voll die Ratte des Lebens, ey. Die krepiert er ja gar nicht. Was soll dieser Steinwurf? Ich check's nicht, das macht ja gar nichts. Kann ich das auch, das Ding da schmeißen? Wie viele Steine habe ich bitte? Und das ist eine Kacke. Lag. Oh, hab die Kakerlake weggeboxt.
passiert, glaube ich. Kann ich hier durch? Kann. Also ich hätte auch da an der Seite, oder? Bin ich sicher, ich weiß nicht genau. Kann ich das... Verstehe ich nicht. Was soll ich mit den Steinen? Die Ratten haben mir geholfen. Kann ich jetzt hier durch? Oh, jetzt ist es offen. Oh. Donna, Subject 47 is here. Can you hear it? Hear it and see it. Do you have any idea what this means? Do you remember how they react to living beings? I'm looking for a way to defend myself in case I run into them on the way out. Don't worry. Ich bin voll so ein alter Typ, aber ich sag, don't worry. Ach du Scheiße. Was ist das? Waffe aufheben. Wo? Hast du eine? Du hast eine Waffe. Alles klar. Ich kann mich verteidigen. Ich weiß noch nicht gegen was, aber ich kann mich verteidigen. Okay, die gehen irgendwie von alleine auf. Kann das sein? Hab's noch so gar nicht probiert. Ich finde schön, dass sie trotzdem sagen, so weitergeben. Sei nicht so doof. Was ist das da für ein Schatten? Was wirft da so ein Schatten? Also, eigentlich will ich das, glaube ich, auch gar nicht wissen, oder? Ich glaube, der Schatten soll nur so... Ich bin gruselig. Weißt du? Wieso gehe ich hier gerade so mutig durch? Ey, ich verstehe das nicht. Ich habe voll Schiss eigentlich. Ich habe eine Waffe. Wieso hatte ich diese dumme Idee? Wenn ihr Bock habt, dass ich das weiterspiele oder so, dann dürft ihr mir das auch gerne sagen. Ich lasse dich am Leben, weil die anderen mich auch gerettet haben, ja? Ich mag dich, also bitte fall mir nicht in den Rücken. Ich will hier gar nicht rein. Victor, the door is blocked. Give me 5 seconds. 1, 2. Was ist das? Ich kann es durchsuchen. Done. Wie nehme ich das? Ach, mit E. Okay. Okay, ich kann Dinge untersuchen und öffnen und so. Das ist schon mal ganz geil. Ich würde hier gerne erstmal raus, wenn es die Möglichkeit gibt, rauszukommen. Meine ich. Ich weiß auch nicht. Nein. Kann ich auch nicht öffnen. Gut. Ey, passiert doch gleich mal was. Eine Scheibe mit nichts? Das gibt's doch nicht. Donna, oh Gott. I feel bad. Devil only knows why. Doesn't look like I'm wounded. That's what I was afraid of. 1 second. Oh, jetzt kommt's. There's a dining room ahead of you, followed by several airmail terminals. Head that way. I'll send a first aid kit to Terminal 5 for you. Just hurry. Okay. Vermannszeug. Seid ihr tot oder Dosenfisch? Bin mir nicht so sicher, so, wisst ihr, also, Kaninchen in Dose, das finde ich schön. Das hat sich aber ganz klein gemacht, ne? Trockenfrüchte, was haben wir noch? Ein Apfelsaft. Und mir wahrscheinlich gleich irgendwie gönnen, ne? Das kann ich nicht mitnehmen. Schokolade. Oh mein Gott, ja, in der Apokalypse gibt es Schokolade. Entschuldigung, was? Oh, ich freue mich gerade so, dass ich das spielen kann. Okay, ich brauche was zu trinken. Ich brauche was zu essen. Ist jetzt die Frage, passiert da irgendwas? Nicht viel, oder? Oh, das arme Kaninchen. Trockenfrüchte. Ich weiß nicht, ist da jetzt was passiert? Ich bin mir nicht so ganz sicher.
Gibt's hier noch mehr? Nein. Nein. Was ist das? Steht drauf, was das ist? Was ist das? Ich will's nehmen. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Hat's eine Beschreibung? Steht irgendwo... Macaroni? Hinübertragen, wegwerfen, abbrechen. Okay. Also ich arbeite noch dran, ja? Ich sehe auch bei dieser weißen Schrift, in diesem Weiß, auch nichts. Was haben wir hier? Ah, ein Schränkchen durchsuchen. Durchsuchen kann ich. Sowas, das kriege ich hin. Das ist voll mein Ding. Verstehe. Water. Schränkchen durchsuchen. Im Schränkchen ist nichts. Limonade, das ist gut. Limonade brauchen wir. Ich fühle mich gerade ehrlich gesagt echt mutig, obwohl ich ein scheiß mutig bin. Ich bin null mutig. Ich habe gerade, glaube ich, so Bock auf dieses Spiel. Das ist, dass mein Schiss sich gerade verabschiedet. Hoffe ich auf jeden Fall. Hier ist noch ein Kühli-Schranki. Und ich glaube, ich mache erstmal ein paar Folgen hiervon. Und ihr sagt mir dann, ich weiß nicht, speichert das von alleine? Ich kann nur Suizid machen, ne? Ich weiß nicht, ob ich eine ganz lange Folge einmal machen soll. Terminal 5, Victor. Ja, one second. 5, okay. 4 steht auch schon gar nicht mehr. 6 aber noch. Es ist ein bisschen spanisch, dass halt noch nichts passiert ist, aber wir müssen ja erstmal gucken. Ach, E. Nur einfach E drücken. Rohrpost. Ich frag mich, wo die noch ist, die Olle. Also ich würde das gerne benutzen. Das benutzen wir auch. That's much better. Time to keep moving. Und trinken tue ich jetzt einfach auch. Tun in der Leiste tut sich eigentlich irgendwie gar nichts. Kann das sein? Vielleicht sollte ich das Essen jetzt einfach erstmal begrenzen. Gehe ich jetzt hier den... Sehr spanisch. Und der rote Nebel, der ist bestimmt auch nicht gut, oder? Erstmal ein Steinchen schmeißen. Donna, there's a thick gas cloud ahead. Can you find out what it might be? Das Tagebuch ist aktualisiert. Donna? Oh, schön. Donna, damn it! I hope this is just a connection malfunction. I need to hold my breath and run through. I can make it. Wie halte ich denn die Luft an? Macht er das automatisch? Ich hoffe, dass er das automatisch macht. Okay, hier haben wir Sachen zum Craften. Ausrüstung. Fähigkeiten. Da haben wir Handwerk, Kampf und Überleben. Hier haben wir den Status. Wir sind wieder voll. 3 Stück oder was ist das? Beruhigen. Ah, achso, das sind die Sachen, die wir haben dafür. Wärme. Whisky ist für Wärme und fürs Beruhigen. Und für Wasser und so. Okay, das macht natürlich Sinn. Das finde ich ganz gut. Hier unser Inventar. Da können wir auch nochmal kategorisieren, was wir hier gerade so haben. Und der letzte Kraftakt, okay. Und hier haben wir eine Karte. Oh, das wird richtig lustig. Aber ich denke mal, bevor wir hier in der nächsten Folge weitermachen, also für mich ist es jetzt gleich sofort, für euch in der nächsten Folge, sagt mir gern, was ihr davon haltet. Möchtet ihr gern mehr davon sehen? Ich weiß auch noch gar nicht, wie das hier weitergeht. Ich muss es auf jeden Fall jetzt sofort weiterspielen, weil ich glaube, dass es nicht speichert. Und
ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich, bye bye.